guten Morgen. Ich habe mich gerade fertig gemacht und mach mal die Musik kurz leiser. Und zwar, ich hatte ja eigentlich vor, dass ich wieder ein Smoothie-Fasten mache oder auch ein Saftfasten mache. Habe ich nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe richtig abgekackt, weil ich habe es 3 Tage gemacht und dann war ich ja schon wieder in Berlin zu Besuch bei Freundinnen. Und ja, scheiße, wenn du dann irgendwie bei Leuten bist und die gehen dann immer nur essen, also immer brunchen oder auch ein Abendessen oder was auch immer. Oder du sitzt einfach zusammen und man isst sowieso, ne, die Mädels, die essen ja sowieso immer, wenn sie zusammensitzen. Das ist ja schon ganz normal. Und auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich das mit den Smoothie-Fasten oder mit welcher Basis mich basisch ernähren möchte, das werde ich dann, glaube ich, in Cancun machen. Ich fliege am 6. März nach Cancun und da ist es natürlich anders, weil ich dann alleine bin. Ich habe meinen eigenen Haushalt, ich kaufe dann auch nichts ein, ne? Nur gesunde Sachen, so Obst und Gemüse und so ein Quatsch. Und ich wollte euch auch mal, warte mal, gibt es hier Licht? Ich wollte euch mal was zeigen und zwar, hier kann man jetzt mal den Vergleich sehen. Also, wenn man mich mal jetzt anguckt, kann man das gut erkennen. Ja, ne? Also, die Hose zum Beispiel, ne? Die sitzt ja jetzt, okay, ein bisschen locker. Aber, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, wo ich Smoothie-Fasten gemacht habe, das war ja, wann war das? Auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Da habe ich ja 4 Wochen Saftfasten gemacht und 2 Wochen Smoothie-Fasten. Und dort habe ich ja ganz schön viel abgenommen. Also, meine Freundinnen haben gesagt, krass und so, du warst richtig dünn. Ich selber habe es nicht so empfunden, aber gut, wenn ich mir die Sachen angeguckt habe, diese Hose zum Beispiel, die jetzt eigentlich passt, ne, die einfach, ja gut, klar, ist sie ein bisschen größer, aber jetzt nicht so krass, die ist mir damals komplett runtergerutscht. Ich konnte sie nicht mehr anziehen und jeder hat gesagt, Justine, du brauchst neue Klamotten, du kannst es nicht mehr tragen. Und ich dachte, ach, das geht doch ein bisschen weit und so, nämlich ein Gürtel. Aber ich musste die Hose, die hier, musste ich quasi überschlagen. Also wenn ich den Gürtel rumgemacht habe, war die richtig hier eingeknittert, weil ich die so weit zusammenziehen musste, ne? Das war schon krass, ey. Auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder dicker geworden, wie man sehen kann. Ich habe einen Bauch und bin einfach, fühle mich auch gar nicht wohl. Und deswegen habe ich auch gesagt, muss ich irgendwie was verändern, damit ich nicht mehr meine, ja, wie soll ich sagen, meine Ausraster bekomme, wo ich mir wieder so süßes Zeug und so reinhaue und im Nachhinein mich auch nicht besser fühle und es einfach nur mache, weil ich... Ja, warum eigentlich? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie Nerven oder so, bei mir ist es oft Nervennahrung, wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin, dann brauche ich was Süßes, vielleicht kennt ihr das, dass ihr dann auch irgendwie sagt, ey, ich brauche halt Schokolade oder irgendwas anderes auf jeden Fall, irgendwas braucht man dann. Aber jetzt wollte ich euch mal was zeigen. Und zwar, da ich ja, und darum mache ich auch das Video eigentlich, weil ich ja anfangen wollte mit Smoothies und so weiter, mache ich hier sowieso auch, ich trinke die ja trotzdem, nur nicht nur, ne? Gestern habe ich zum Beispiel auch Kartoffeln gegessen. Kartoffeln sind sowieso gut, aber Haribo habe ich auch wieder gegessen. Und ich wollte mich eigentlich vegan ernähren. Naja gut, okay, anderes Thema. Mal gucken, ob ich es umsetzen werde in Zukunft, dass ich mich vegan ernähre. Auf jeden Fall, jetzt habe ich einen ganz geilen Smoothie wieder gefunden. Ich habe letztens schon was gepostet auf meiner Seite und zwar den Smoothie von True Fools. Und da stand hinten drin, Tinder statt Rinder. Für alle, die Tinder kennen, die wissen Bescheid. Ich muss mal kurz die Kamera hier abstellen. Momento, genau. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja Tinder. Ganz kurz für alle, die Tinder nicht kennen. Und zwar Tinder ist so eine Dating-App, sag ich mal, wo du einfach dich ja, datest oder Leute kennenlernst oder schreibst und so weiter und so fort. Und das fand ich total lustig, weil da stand da so Fleisch ist los, Fragezeichen, und dann Tinder statt Rinder. Und jetzt habe ich was ganz Interessantes wieder gefunden. Das muss ich euch unbedingt auch mal zeigen. Und zwar, das ist echt lustig. Und zwar, das ist so cool. Ich dachte auch gestern, ich gucke nicht richtig, ne? Wo ich mit Michelle dabei, wo haben wir es gekauft? Keine Ahnung, Rewe oder so ein Quatsch. Und auf einmal gucke ich dann wieder diesen True Fools, diesen grünen Smoothie an. Ja, genau, das ist er. Ne, das ist dieser True Fools und dann steht da ja auch drauf, was da drin ist und so weiter und so fort. Und dann guckt mal bitte hinten, was da drauf steht. Fett bist du geworden. Alter, ich finde das einfach nur lustig und pass auf, jetzt zeige ich euch nämlich den Text, jetzt lese ich euch mal den Text vor. Und zwar, fett bist du geworden über den Winter. Wohl zu viele kleine Plätzchen in deine Futterluke geschoben? Total bescheuert. Falls du jetzt denkst, du wirst schlank, nur weil du einen unserer Smoothies trinkst, vielleicht denkst du das ja wirklich, müssen wir dich enttäuschen. Okay. Sorry, Bro, das klappt nicht.
Bro, vor allem. Ich dachte mir, hä, seit wann sind die so drauf, ne? Ich dachte, das wäre so unsere Jugendsprache. Okay, ich bin auch nicht mehr die Jugendlichste, aber ich dachte, das wäre so eine jugendliche Sprache. Aber wahrscheinlich wollen sie damit wirklich das junge Publikum anziehen. Also bei mir hat es geklappt, ich fand es total lustig. Auf jeden Fall steht da, sorry, Bro, das klappt nicht. Da gehört mehr dazu. Viel Sport, ausgewogene Ernährung, bla bla bla. Weißt du doch alles. Aber hey, wir finden mit unserem Smoothie in deiner Hand, machst du gerade trotzdem eine gute Figur. Und dann so Hashtag no bullshit. Alter, also ich find's mega lustig auf jeden Fall. Ist eine coole Sache. Das ist halt Kür, ne? Und dann hier Wahrheit. 1,5 gepresste Äpfel sind da drin, 2 Drittel pürierte Banane, 7 pürierte Blätter Spinat, 2 Fünftel pürierte Birne, 1 püriertes Blatt Grünkohl, 1 pürierte Scheibe Ingwer und 1 Messerspitze Matcha-Tee. Auf jeden Fall 0 Konservierungsstoffe, 0 Zusatzstoffe, 0 Konzentrate, 0 Zuckerzusatz, nur fruchteigener Zucker. Unsere Smoothies sind schon pasteurisiert und vegan. Ich habe immer Probleme mit diesem Wort, keine Ahnung warum. Abgefüllt in Baden-Württemberg. Na, seht da mal, meine lieben Freunde der Gemütlichkeit. Ich kann so eine Smoothies nur empfehlen. Ich meine, ich zum Beispiel in Cancun mache meine Smoothies selber. Da habe ich einen Mixer und da habe ich die besten Früchte und alles Mögliche an Gemüse und so weiter. Ziemlich günstig, muss ich dazu sagen. Und deswegen finde ich das da richtig geil. Zumal es ist auch warm, ich bin viel draußen. Man will sowieso, wenn man irgendwo am Meer ist, isst man weniger. Erstens wegen der Wärme, zweitens, wenn man sich wohlfühlen möchte und man quasi immer ein bisschen so achtet, was man isst, damit man nicht dick wird. Im Winter, sag ich mal, scheißt man ja da drauf. Ihr wisst, die Weihnachtszeit, da denkt man sich, ach, scheißegal, jetzt ist sowieso jeder wird dick. Aber im Frühling gehen dann alle wieder zum Sport und achten auf ihre Ernährung. Und so ist es natürlich auch, wenn du irgendwo lebst, wo du andauernd mit Bikini rumrennen musst, ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so überlege, dass ich so wieder im Bikini in Cancun rumlaufen muss da, Alter, also nee, das geht überhaupt schon mal gar nicht. Aber was soll ich denn machen? Ich habe jetzt noch, naja, 1,5 Wochen. Ich bin in 2 Wochen schon da. Wie soll ich jetzt bitte um Himmels Willen so schnell noch zur Bikini-Figur kommen? Deswegen dachte ich mir, ich mache das mit dem Smoothie. Aber das ist so mega schwer hier einfach, weil das Wetter ist nicht schön. Du bist immer viel drinnen. Was machst du, wenn du drinnen bist? Also ich trinke jetzt schon immer Gemüsebrühe, so eine Bio-Gemüsebrühe. Und die hilft auf jeden Fall, weil viel Trinken ist immer ganz wichtig. Hat man eigentlich auch keinen Hunger. Oft verwechselt man ja auch den Hunger mit Trinken, mit Durst. Und das andere noch ist natürlich oft der Appetit, den man einfach hat, weil Hunger hat man eh selten. Wenn man nur mal auf sein Hungergefühl hören würde und dann was isst, ja, dann würde man ja fast gar nichts essen. Da wären ja alle so, ne? Habe ich mir auch schon mal überlegt. Naja, muss ich mir jetzt mal irgendwas überlegen. Ansonsten, Leute, ich werde auf jeden Fall, wenn ich in Cancun bin, irgendwie sowas machen wie eine Smoothie-Kur oder eine Basenkur oder eine Saftkur oder so. Auf jeden Fall irgendwas Krasses, weil ich dann so ein Transformationsding machen möchte. Und dann, ich meine, hallo, Malle steht dann irgendwann wieder an. Und dann muss ich ja irgendwie gut aussehen, sage ich mal. Sonst sagt wieder jeder, ey, fett bist du geworden. Genau wie es da steht, ne? Ist ja auch scheiße. Naja, gucken wir mal. Naja, so viel dazu. Auf jeden Fall wollte ich euch das nur mal erzählen. Geiles Ding auf jeden Fall. Holt euch mal die Smoothies, schmecken auch super lecker. Auch wenn die so grün eklig aussehen für manche. Die denken sich dann, ach du Scheiße, Spinat und so ein Quatsch. Aber die schmecken gut. Die schmecken echt süß durch den Apfel und den ganzen anderen Zeug da drin. Kann man das echt trinken. Kann ich nur empfehlen. Na dann, schönen Tag und bis ganz bald. Und wenn ihr Bock habt, abonniert einfach mal meinen Kanal, weil da kommt bald noch ganz viel mehr. Und ja, ich bin gerade so organisatorisch dabei, auch noch meine anderen Kanäle, das irgendwie aufzuteilen. Ich habe gar keinen Plan eigentlich von dem ganzen Quatsch, aber irgendwie macht es Spaß. Und ich glaube, die Leute freuen sich auch, wenn man über so ein ganzen Zeug da, vegane Ernährung und dann hier diese Reisen und so, wenn man das mal so ein bisschen berichtet. Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall bis bald und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.